Hallo und herzlich willkommen hier auf Karls Koi-Kanal. Und ich wollte euch doch mal zeigen, wie es so den Koi geht. Ihr seht, sie haben kräftig zugenommen in letzter Zeit. Und sie sind gut im Futter. Das hier ist ja das Muttertier. Und ihr seht also die ganzen Jungfische. Ihr wisst noch in dem Video, sie waren so klein erst in dem Foto. Dann haben wir sie ja in den Setzkescher gesetzt, beziehungsweise in dieses Fischgehege, was wir gebaut haben. Da gibt es ja auch das Video. Und ihr seht, das ist schön bewachsen hier. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es mit der Zeit so schön bewächst. Oh, sieht super aus, gefällt mir gut. Aber also die Koi sind wirklich richtig groß geworden und da sind noch ein paar richtig, richtig tolle Tiere dabei. Total schön. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich sie sehe hier. Natürlich sind es nicht mehr ganz so viele wie am Anfang mal, als sie sich zum ersten Mal vermehrt hatten hier und abgeleicht hatten. Aber es sind immer noch recht viele. Ich schätze mal, so 50 Stück habe ich auf jeden Fall noch. Und wenn sie nicht gerade hier zum Futterplatz kommen, dann halten sie sich irgendwo hier im Teich auf. Und der Teich ist ja auch groß genug dafür. Also ich würde mal sagen, diese Menge an Koi ist für diesen Teich noch kein Problem. Gut, wenn sie jetzt weiter wachsen, da muss man sich schon irgendwann Gedanken machen, wie man das alles, wie man die entsprechend unterbringt. Deswegen bin ich durchaus bereit, noch einige abzugeben von den schönen Tieren hier. Das ist ja übrigens das männliche Elterntier hier. Kennt ihr auch vielleicht noch vom Ableichvideo. Da sind schon ein paar sehr schöne Tiere bei, wie man sieht. Einige etwas heller, so wie der da drüben. Der hier hat eine schöne hell-dunkel-Färbung. Der hier, ein sehr schönes Tier, kommen die Schuppen sehr schön zur Geltung. Ja, Mama, du willst noch was haben hier, komm. Dann kommen sie natürlich gleich alle, ne? Das gibt's nicht, wie gierig die sind. Guckt euch das an. Die sind ja gierig, das gibt's ja gar nicht. Es ist nur nicht so, dass die nichts zu fressen kriegen, auch wenn das jetzt so aussieht. Aber die sind so gierig wie am ersten Tag. Aber ihr seht, die sind auch gut im Futter. Es ist jetzt nicht so, dass die alle rank und schlank sind. Die haben gut was auf den Rippen. Und eben die Mischung von natürlichem Koi-Futter und so ein bisschen was an Koi-Pellets hier. Ich fütter ja das Koi-Futter von Aquaforte, die Mischung, die sowohl gut für Farbe als auch für Protein und genug Fettanteil hat. Ich werde euch das unten nochmal verlinken, welches Futter ich da nehme. Ein sehr gutes Futter, das funktioniert einwandfrei, die Tiere sind gesund und fressen es gerne. Vielleicht dazu nochmal, also ich hatte nicht einen kranken Fisch dieses Jahr und sowieso noch nie. Und die sehen alle tipptopp aus. Da ist nicht einer bei, der irgendwie Probleme hat. Ist mir noch nicht aufgefallen. Oh, schaut euch mal an, wie riesig die geworden sind. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Fast so groß wie die Elterntiere jetzt. Innerhalb von 4 Jahren. Und das im kalten Teich. Ist ja auch. Das muss man ja auch bedenken, dass die also immer kalt überwintert sind. Die Goldorfe, die ist auch immer noch da. Das ist die einzige, die überlebt hat. Die denkt wahrscheinlich jetzt schon, sie ist ein Koi. Die ist so lange schon nur mit Kois rumgeschwommen, die schwimmt schon selber wie ein Koi. Also schreckhaft ist sie überhaupt nicht mehr. Kannst du wahrscheinlich auch schon bald mit der Hand füttern. Was? Koi-Mama, was sagst du? Hä?
Vielen Dank fürs Zuschauen hier, dieses kleine Update-Video für euch, dass ihr wisst, wie groß die Koi jetzt geworden sind. Ja, die Koi messen jetzt so, ich sag mal schätzungsweise zwischen, einige sind noch ein paar kleinere Nachzügler dabei. Die sind so 30 cm, so wie der da hinten, der da. Aber dann sind auch welche, so wie dieses Weibchen hier, das hat ja schon 50 cm. Und da freue ich mich natürlich drüber, dass die hier so gesund und munter wachsen und gedeihen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert meinen Koi-Kanal für weitere Updates und Koi- sowie Koi-Teich-Videos. Ich freue mich natürlich auch immer über eure Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.